Willkommen zu einem kleinen Zellenguide bei Dauntless. In diesem Video erkläre ich euch, was sind Zellen? Mutanten! Die labern immer dazwischen. In diesem Video erkläre ich euch, was sind Zellen, woher kriegt man die Zellen, wie verbessere ich die ganzen Zellen und welche Zellen sind denn auch gerade für den Anfang sinnvoll. Das Ganze natürlich auch, soweit es geht, mit Beispielen, weil das ist ein relativ trockenes Thema, aber ein sehr wichtiges Thema. Fangen wir an, was sind Zellen? Die Zellen, dazu gehen wir einmal kurz auf L, zumindest auf der Tastatur. Die Zellen sind im Prinzip so kleine Perks, so kleine Runen, wie auch immer man sie nennen möchte. Auf jeden Fall, die verbessern das ganze Spielerlebnis oder die verbessern im Prinzip deinen Charakter teilweise auch sehr enorm. Wie man hier zum Beispiel sieht, habe ich hier verschiedene Zellen drin. Und ja, jetzt natürlich die Frage, woher bekommt man denn diese schicken Zellen? Es gibt Zellen, die bei jeder Rüstung und bei jeder Waffe schon vorinstalliert sind. Ich sag mal, zum Beispiel bei meinem Hammer ist schon eine plus 3 Overpower-Zelle, also, ne? Oder, ich keine Ahnung, mach mir hier ein anderes Beispiel. Hier ist eine plus 2 Aether-Hunter-Zelle drin. So, wie gesagt, bei jeder Rüstung ist schon eine Zelle vorinstalliert. Sieht man, wie gesagt, immer hier oben drin. Und man kann hier unten immer noch eine weitere Zelle hinzufügen. Diese kann man sich einfach aussuchen. Und wie man schon sieht, haben die Zellen verschiedene Kategorien. So, wenn man nicht weiß, welche Zellen man alle schon hat und so weiter und so fort, kann man einmal zum Mittelsmann gehen. Das ist der Typ hier. Spricht ihn an und kann hier unten auf meine Zellen drücken. So, dort hat man entweder alle Dinger oder wie man hier oben schon sieht, sind die ganzen Zellen unterteilt in Verteidigungszellen, Powerzellen, Mobilitätszellen, Technikzellen und Zusatznutzenzellen. Ja, so. Bevor wir dazu kommen, welche alles sinnvoll ist, hier kann man das im Prinzip sehen. Jetzt ist noch die Frage, wie kann man die ganzen Zellen verbessern? Dazu kommen wir mal zuerst. Und zwar sieht man hier schon, da läuft schon was. Dauert jetzt gerade noch einen Tag und zwei Stunden. Man kann die Zellen einfach kombinieren, indem man jetzt, ich mach mal kurz als Beispiel. Ich kaufe mir das mal ganz kurz. Einen Augenblick. Hallo? Ja, sehr gut. So, indem man einfach, hier steht drin, Fuse Cells, klickt man einfach kurz drauf, dann hat man hier eine riesen Aussicht, Auswahl zwischen, also zwei Zellen müssen immer rein, wie man sieht, einmal links, einmal rechts. Ich mache mal als Beispiel jetzt hier nur, ich klatsche zwei davon rein, zwei, ne? Quasi, wenn ich einen Part breche, dass ich ein bisschen mehr Lebenspunkte bekomme, kann ich einfach zweimal draufklicken. So, da kommt auf jeden Fall eine plus 3 Zelle davon raus. So, jetzt kann man natürlich auch eine davon reinnehmen und eine hiervon reinnehmen, als Beispiel. Dann kommt eine von den beiden zufälligen Zellen raus, auch jetzt auf plus 3. Das ist halt ein kompletter Zufall, ob jetzt das rauskommt oder das rauskommt. Ist jetzt nicht so das, was ich anstreben würde. Also ich würde immer dieselben Zellen reinmachen. Wenn man davon keine hat, denn, also wenn man nur eine davon hat, wie zum Beispiel hier von Fireproof, dann ist es halt so, dann wartet man einfach, bis man die nächste bekommt. Man kann auch eine Zelle hiervon nehmen, also eine Verteidigungszelle und eine Powerzelle. So, dann kommt aber irgendwas komplett zufällig raus. Also es muss noch nicht mal einer von diesen beiden Zellen sein auf plus 3, sondern es kommt einfach irgendwas komplett zufällig, irgendeine komplett zufällige Zelle. Kann auch eine Mobilitätszelle sein, die rauskommt. In dem Falle würde ich sagen, lohnt sich überhaupt gar nicht. Gut, ja, woher bekommt man die ganzen Zellen? Die Zellen bekommt man durch verschiedene Sachen. Ich sag mal zum Beispiel durch die Meisterschaft. Wenn man jetzt auf die Hammermeisterschaft geht, auf Rewards, dann sieht man hier schon, hier bekommt man bronzene, das ist so gerade das Leer-Level, aber ist ja auch egal. Hier bekommt man ganz, ganz viele Zellen her und man bekommt ab und zu Zellen von den, von den Jagden selber. Am Ende gibt es halt teilweise auch noch Zellen, die dann, ja, ist ja gut, das redet mir ja nicht. Jetzt redet mir nicht dazwischen, wie gesagt, am Ende der Jagd bekommt man teilweise auch nochmal eine Zelle. Da gibt es aber nur plus 1er und plus 2er Zellen. Ich sag plus 2er Zellen ganz, ganz selten, plus 1er Zellen das öfteren Mal. Also daher bekommt man die ganzen Zellen. So. Ja, wie gesagt, verbessern kann man sie einfach hiermit. Und dann hat man auch eine höhere Zelle. So, ist natürlich die Frage, welche Zellen sind denn relativ sinnvoll? Wir werden das Ganze mal nach und nach durchgehen und teilweise auch mit Beispielen. Wir fangen natürlich mit den Defense-Zellen an und steigern uns bis hinten zu den Zusatznutzenzellen. Defense-Zellen. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Eine sehr, sehr gute Defense-Zelle. Wie gesagt, hierbei muss man aber immer sagen, wenn man sowas reinmacht, kann man keine Zelle für Angriff reinnehmen. Deswegen, aber wie gesagt, gerade für Anfänger oder für Beginner ist hier die Iceborne-Zelle.
Die Eisbahnzelle, wie man schon sieht, man bekommt weniger Schaden. Warte, wie heißt es hier auf Deutsch übersetzt? Einen Augenblick. Erhöht die Verteidigung bei niedriger Gesundheit und gewährt auf höheren Rängen Lebensraub. So. Natürlich die Frage, wie viel ist das? Weil steht ja nicht drin. Man kann sie theoretisch einmal kurz reinnehmen. So, wenn man sie. Ja, wenn man sie reingenommen hat, wie ich hier zum Beispiel, habe ich sie reingenommen. Nein, habe ich gerade nicht. Ich nehme einmal kurz die Eisbahnzelle rein. Dann kann ich zumindest gucken, hier rechts. Steht da jetzt gerade, wenn unter 50% kriegst du. Wenn du unter 50% Leben hast, kriegst du 15% weniger Schaden. Wenn man damit mit der Maus rübergeht, kann man sogar sehen, was es auf den höheren Rängen hat. Zum Beispiel gerade bei plus 6 lohnt es sich wirklich, weil da hast du 30% weniger Schaden und machst 8% Lebensklau bei den Monstern. Was natürlich nicht weiter als 50% heilen kann, aber das ist in dem Fall auch ziemlich egal, weil 8% von dem verursachten Schaden ist schon relativ viel. Das Ganze kann man auch bei ganz anderen Zellen sehen und so weiter und so fort. Immer kann man immer gucken, was es bringt, wenn es ein Rang höher ist. Man sollte natürlich versuchen, immer auf plus 6 zu gehen, wenn es denn möglich ist. Was zum Beispiel hier gerade gar nicht möglich ist, weil ich kann nur eine einzige Verteidigungszelle reinbauen, weil alles andere hat ja keine Verteidigungszellen. Das ist einfach nur so ein Testbild, deswegen ist das auch nicht mal mein Mainbild. Was hatte ich ja vorher drin, ist egal, kann ich später raussuchen. So. So, das ist die. Wie gesagt, die Verteidigungszelle, gerade für den Anfang ist das relativ wichtig. Eine gute Zelle ist auch noch die Fortress-Zelle. Das heißt, also die Zelle heißt auf Deutsch Eisgeboren. Und die Fortress-Zelle heißt auf Deutsch die Zelle der Festung. Und diese gewährt ein kleines Schild, wenn vor kurzer Zeit kein Schaden genommen wurde. Das heißt, kein Schaden heißt in dem Falle für 10 Sekunden. Und im Endeffekt bringt das dann ein Schild, wenn es auf plus 6 ist. Warte, ich guck mal kurz. Ein 100 Lebensschild. Also man hat noch so ein kleines Schild. Und eine weitere, tatsächlich wirklich sinnvolle Zelle ist die Zelle der neuen Leben. Auf Deutsch heißt sie. Und da kriegt man, hat man eine Chance, dass der Schaden, den man bekommt, deutlich weniger wird. Und am Ende, das kann ich auch nochmal kurz herzeigen, nehmen wir einmal kurz die Zelle der neuen Leben rein. Tatsächlich am Ende ist es, dass, wenn man das erste Mal gestorben ist, kriegt man, also wird man automatisch wiederbelebt und kriegt 400 Lebenspunkte, was ungefähr, je nachdem welches Level man ist, wie gesagt, man fängt mit 1000 Lebenspunkten an und endet bis mit 1600 Lebenspunkten oder sowas. Also es ist ungefähr ein Drittel. Plus, minus, ne? Gut, kommen wir einmal kurz zu einem kleinen Beispiel mit dem Iceborn, also mit der Zelle der Eisgeburt. So, hier ist das Beispiel mit der eisgeborenen Zelle. Wie man schon sieht, sind meine Lebenspunkte ganz, ganz stark gefallen. Und ich habe jetzt hier auch Eisborn plus 6 drin, also eisgeboren. Das heißt, ich kriege 8% Lebenspunkte wieder. Das Ganze gucken wir uns einmal jetzt kurz als Beispiel an. Na komm. Wie man schon sieht, steigen meine Lebenspunkte oben links. Zack, sind wieder auf die Hälfte aufgefüllt. Das ist relativ sinnvoll hierbei. So, soweit war das zu den Verteidigungszellen. Machen wir weiter mit den Powerzellen, also mit den Kraftzellen. Bei den Kraftzellen, wie gesagt, man kann sich alles durchlesen. Ich brauche das jetzt nicht genau alles erklären, welche Zelle kann. Das kann man sich alles in Ruhe durchlesen und auch nachgucken, wie viel das auf plus 6 ist. Tatsächlich aber bei den Kraftzellen lohnt sich am meisten die Overpowered-Zelle, das heißt die Zelle der Überwältigung auf Deutsch, und die Ragehunter-Zelle, das ist quasi, wie heißt das hier auf Deutsch, ich muss mal kurz gucken, die Zelle des Wutjägers. Overpowered-Zelle ist diese hier und die erhöht deinen Damage gegen betäubte Behemoths. Das heißt, wenn das Vieh gerade am Boden liegt, dann kannst du da ordentlich reinhauen und am Ende macht das bis zu 70% mehr Schaden. Das Ding ist einfach ein Muss. Und Ragehunter Zelle, das ist die hier, ist, erhöht quasi den Schaden gegen wütende Behemoths. Muss mal gucken, wie viel das am Ende bringt. Gegen wütende Behemoths 40% Schaden. Das heißt, wenn er wütend ist, wie gesagt, man kann ihn auch, wenn er wütend ist, kann man ihn gleichzeitig betäuben. Dann macht man alleine deswegen macht man schon 110% Schaden mehr. Das ist, wie gesagt, gerade die Kombination ist ein Muss, wenn man ordentlich Damage raushauen möchte.
eine Zelle, die es tatsächlich erst später gibt, ist die Zelle der Disziplin. Die bekommt man nur in den Prüfungen. Das heißt, wenn man schon die allerstärksten Monster umgehauen hat, danach gibt es Prüfungen. Und da kann man dann die Zelle der Disziplin kaufen. Wie gesagt, da steht ganz da drin, du hast nur die Hälfte deines Lebens, hast dafür aber mehr Crit. Ja, wie das Ganze aussieht, zeige ich einmal kurz hier. Und da sieht man oben links, dass mein Lebensbalken deutlich runtergeht. Aber man sieht auch, dass ich gleichzeitig ein paar andere Buffs aktiviert habe, weil es gibt auch ein paar andere Zellen, die zeigen dir ganz klar, dass du unter 50% Leben bekommst du mehr Angriffsgeschwindigkeit und mehr Schaden. Dafür gibt es auch gewisse Zellen. Deswegen, es gibt da auch, damit kann man sich relativ gute Builds bauen. So, kommen wir zur Mobilitätssache, zu den Mobilitätszellen. So, jetzt habe ich es. Entschuldigung. Und da ist eigentlich gerade für den Anfang nur eine Zelle relativ sinnvoll. Das ist die Conditioning-Zelle, das heißt auf Deutsch die Zelle der Kondition. Und die regeneriert einfach nur ein bisschen Ausdauer. Das heißt, gerade wenn man Ausdauerprobleme hat, je nachdem welches Bild man spielt, wie gesagt, mit dem Hammer hat man relativ wenig Ausdauerprobleme, aber es gibt Leute, die haben mit anderen Builds relativ viel Ausdauerprobleme, da bringt die Conditioning Cell relativ viel. Weil die wird im Endeffekt, wenn sie auf plus 6 ist, wo selbst eine plus 3 reicht schon völlig aus, also eine Zelle davon, wenn sie auf plus 6 ist, macht sie plus 30 Regeneration. Und du hast, also der ganze Balken ist, wenn man voll aufgelevelt ist, auf, glaube ich, 160 Regeneration. Und ja, wenn man dann plus 30 mehr hat, dann ist das Ding immer sofort voll. Das Ding ist wirklich, also es lohnt sich. Machen wir weiter mit den Technikzellen. Die Technikzellen. Da lohnen, wie gesagt, kann man sich auch alles in Ruhe durchgucken. Zwei Sachen, die sich auf jeden Fall lohnen, ist einmal Molten. Die Moltenzelle, das heißt die geschmolzene Zelle auf Deutsch. Genau, richtig, geschmolzene Zelle. Und die gewährt, da steht geschmolzene Herzen, das sind im Prinzip so kleine Kügelchen, das wird man das öfter auch mal sehen. Und je nachdem, auf welchem Rang die Zelle ist, desto weniger ist die Abklingzeit. Und am Endeffekt bringt tatsächlich alle 16 Sekunden 3 geschmolzene Herzen. Also ich nenne sie mal Kügelchen, weil nach dem Herz sieht es einfach nicht aus. Diese Kügelchen, wenn man die aufsammelt, da ist man erstens komplett immun gegen Feuer für eine relativ lange Zeit. Ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube 15 Sekunden oder sowas. Weiß es nicht, aber relativ lange. Und sie bringt Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, selbst wenn man gegen Monster spielt, die kein Feuer haben, hat man immer noch Angriffsgeschwindigkeit, was. Ey, du stehst im Bild. Wie gesagt, selbst dann hat man immer noch dort die Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit ist auch meistens nicht schlecht, kann man auch nicht schaden. Gut. Kommen wir zu den Zusatznutzenzellen. Die Zusatznutzenzellen, da gibt es zwei bestimmte Zellen, wo man sagt, ja. Und zwar, es ist einmal die Conduit-Zelle. Das ist auf Deutsch, glaube ich, die Zelle der Leitung, wenn ich mich nicht störe. Genau, nicht störe, nicht, ne? Du weißt, was ich meine. Das ist die Zelle der Leitung. So, was bringt die? Wie man schon sieht, gibt allen Slayern, also Jägern, kurze Zeit einen Attack Speed. So, wenn das Ding voll aufgewertet ist und das ist ein Muss, also ich sag mal so, gerade für die Gruppe ist es ein Muss, dass im Prinzip jeder diese Zelle drin hat. Das, also es muss, wie gesagt, die gibt tatsächlich Angriffsgeschwindigkeit 25% für 8 Sekunden. So, das ist einfach ein Muss, weil du hilfst damit nicht nur dir selber, sondern auch der ganzen Gruppe. Wenn deine ganze Gruppe deutlich mehr Angriffsgeschwindigkeit hat, macht natürlich auch die ganze Gruppe deutlich mehr Schaden. So, das ist natürlich, wie gesagt, diese Zelle ist definitiv ein Muss, sollte wirklich jeder drin haben auf, im Endeffekt tatsächlich auf plus 6. Die auf jeden Fall als allererstes machen. Eine zweite Zelle ist die Zelle der ätherischen Regulation, hier Aetheritic Attunement Cell oder so ähnlich, keine Ahnung. Das gibt eine prozentuale Erhöhung der Laternenladung, die durch Angriffe gewonnen werden und verringert den Cooldown der sofortigen Fähigkeit der Laterne. Das ist immer sehr sinnvoll. Dasselbe gibt's auch. Habe ich die gerade hier? Nein, die musste ich. Aber ich eine Zweier. Hier, genau. Die gibt's auch so eine Zelle, die gibt natürlich mit jedem Treffer etwas Energie für deine Laterne hinzu. Aber die lohnt sich überhaupt nicht, weil es gibt da eine deutlich bessere. Und das ist quasi diese hier, die Zelle der ätherischen Regulation. Im Endeffekt tatsächlich bekommst du
plus 50% Laternenladung, das ist diese Laterne ist oben links. Die kannst du das Öfteren nutzen. Und die Sofortfertigkeit der Laterne hat sich um 50% reduziert. Also das, wie gesagt, zumindest diese Zelle ist auf jeden Fall ein Muss. Wenn man noch was frei hat, macht diese Zelle auch definitiv Sinn. Juti. So, genau, noch eine kleine Sache, die ich vorhin vergessen habe zu erzählen. Wenn man hier zwei grüne Zellen, also zwei Einerzellen zusammenbastelt, dauert das 22 Stunden. Wenn man zwei Zweierzellen zusammenbastelt, dauert das einen Tag und 21 Stunden, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe. Ja, 46 Stunden dauert das. Man kann auch noch eine Dreierzelle reinballern, das ist also eine ganz normale Dreierzelle reinballert. Und 2000 Rams, also das Gold hier. Dann kann man, als Beispiel, ich habe jetzt diese Zelle, die brauche ich überhaupt nicht, baller die rein, baller noch 3000 Rams rein, dann wird auch eine Verteidigungszelle, also eine zufällige Verteidigungszelle auch auf plus 3 rauskommen. Das Ganze dauert aber 70 Stunden. Das heißt, das sind 2,5 Tage. Richtig? 48? 6, nee, 3 Tage. Ja, es sind fast 3 Tage. Genau. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, das war es soweit erstmal mit der... Ja, das war es soweit erstmal mit der Zelle. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war so ein kleiner Zellenguide. Und wir machen jetzt demnächst weiter mit den einzelnen Monstern. Was sind ihre Attacken? Was können die? Und so weiter und so fort. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.